Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner ersten richtigen Tour mit meinem neuen Pedelec. Ich bin hier im westlichen Münsterland, im Landkreis Borken und unternehme eine Tour, die ich gefunden habe auf der Seite Münsterland Tourismus. Das ist eine E-Bike empfohlene Strecke, sind so 50 Kilometer und ich bin schon ganz gespannt, weil in der Gegend hier bin ich schon mal durchgeradelt, wenn ich von den Niederlanden gekommen bin, aber habe noch nie eine Radtour hier unternommen. Und ich starte hier heute Morgen an den Dinkelwiesen, heißt das hier. Der kleine Fluss hier im Hintergrund, das ist die Dinkel. Und hier an den Dinkelwiesen bei der Ortschaft Heeg geht's los. Bevor ich das vergesse, ich habe mir natürlich auch einen guten Vorsatz vorgenommen jetzt mit dem neuen Rad, nämlich, dass ich nur noch mit Helm fahre. Nicht nur ein Käppi auf dem Kopf, meine Kinder meinten, pass doch mal ein bisschen besser auf dich auf, gerade wenn du jetzt ein bisschen flotter unterwegs bist, also habe ich jetzt nur noch mit Helm. Also wenn ich nicht erst 5 Kilometer gefahren wäre, wäre das ja schon ein schönes Plätzchen, um ein Päuschen zu machen. Münsterland, das gute Leben. Ja, die Radregion Münsterland. Ich bin zwar erst gut 10 Kilometer gefahren, aber das hat mich jetzt schon wieder so eingeladen hier mit den Stühlen, die auch da sind. Auch fällt mir heute wieder auf hier. Kein Vandalismus, nicht geklaut. Ich bin begeistert. Eine Sitzgelegenheit. Da mache ich erstmal ein Päuschen. Ja, guten Appetit wünsche ich mir. Das ist ja auch für mich immer mit das Wichtigste auf einer Radtour, auf einer Reise sowieso. Immer genug zu essen dabei haben. In dem Sinne. Hinein damit. Thank you.
I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Ich bin jetzt noch nicht mal die halbe Strecke gefahren, waren jetzt 15 Kilometer bis hierhin, aber schon von hier jetzt ein großes Lob an Münsterland Tourismus für diese tolle Strecke, diese tolle Idee, die ich da gefunden habe. Und ups, muss mal gucken, dass ich nicht vom Rad falle. Auch wenn es hier ein bisschen wackeliger wird, im Großen und Ganzen keine großen Straßen bis jetzt und die Nebenstrecken hier durch die Natur eigentlich auch recht gut zu fahren. Das ist das erste Mal, dass es so richtig wackelt. Ist ja klar, ne? Die Kamera, das ist so. Geht aber auch. All alone in this world, but you have to put your trust into us. Guckt euch das hier an. Die Nordica Hütte. Also sowas begeistert mich dann ja. Ich denke euch auch, ne? Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Da fühlt man sich richtig willkommen hier. Und ich habe gerade schon entdeckt, hier sind Steckdosen. Und diesmal bin ich vorbereitet. Da werde ich doch mal direkt ausprobieren, ob ich da theoretisch meinen Akku laden könnte, wenn ich wollte. Ich habe nämlich hier mein Ladegerät für die GoPro-Akkus dabei. Und dann schaue ich mal. Ja, ich spanne nur drauf. Also hier könnte ich theoretisch wirklich meinen Akku laden. Das ist ja heute die erste richtige Tour, auf der ihr mich hier begleitet, beziehungsweise auf die ich die Kamera mitgenommen habe. Ich bin insgesamt jetzt 140 Kilometer mit dem Pedelec geradelt. Und worauf ich heute natürlich besonders achte, ist auch, wie bequem ist das für mich, wenn ich jetzt 50 Kilometer mit dem Ding hier heute fahre. Das macht ja schon ein bisschen was aus, wie bequem das für ein Poppes ist. Ich habe ja meinen Brooks-Sattel verbaut. Mit dem habe ich ja super gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Und darunter halt diese Parallelogrammstütze. Und ich denke mal, es ist eine gute Kombi. Jetzt gerade auf dem Feldweg, wo es ein bisschen mehr gewackelt hat, war das schon recht bequem. Und was auch nicht ganz unwichtig ist, sind die Griffe, die Haltung, die Oberkörperhaltung am Rad, dass ich halt Möglichkeiten habe hier mit den Ergon GP5, dass ich mal umgreifen kann. Verschiedene Griffpositionen. Und das macht für mich ganz schön was aus, dass ich halt mal ein bisschen meine Sitzhaltung verändern kann auf dem Rad. Ich bin von euch ja teilweise auch schon mal angeschrieben worden, auch per E-Mail, wenn ich gute Tipps habe. Man hätte da Probleme, wenn man länger sitzt auf seinem Pedelec. Ja, das kann ich gut verstehen. Meine liebe Frau Andrea fährt ja auch eher so ein City-Pedelec und die sitzt recht aufrecht und die hat das auch, wenn sie lange sitzt. Und da hilft auch der beste Sattel nichts. Und wenn man auch einen maßangefertigten hat und hast du nicht gesehen, man muss die Sitzposition ein bisschen verändern. Man muss nicht das ganze Gewicht senkrecht auf den Sattel bringen, sondern auch ein bisschen, der Oberkörper muss ein bisschen Gewicht vorne über den Lenker aufnehmen. Sonst hat man halt, wenn man länger fährt, ein Problem mit dem Poppes. Daran liegt das. Und darum, Leute, nehmt euch Zeit, informiert euch. Ich werde mal einen Link hier unten in die Videobeschreibung setzen, wo man gucken kann, wie man das Rad richtig einstellt. Und das lohnt sich wirklich, wenn man längere Touren unternimmt. Das macht wirklich was aus, ob der Sattel jetzt einen Zentimeter weiter vorne oder weiter hinten ist und wie die Neigung vom Sattel ist. Und da gibt es halt gute Seiten im Internet, da kann man gucken. Da wird das super erklärt und wie gesagt, es lohnt sich. Das entwickelt sich hier gerade zur Hüttentour heute. Die letzte Hütte ist gerade mal 2 Kilometer her. Und wieder so ein schönes Ding zum Pause machen hier. Also da haben sie hier im Kreis Borken richtig was gemacht, finde ich. Tippitoppi. Und auch gerade dieses Schild hier gefunden, wenn man ein Problem hat. Und dann kann man sagen, wo man ist. Die Sitzbank hier ist nummeriert. Dann weiß der Rettungsdienst auch direkt, wo man sich befindet. Das ist doch tippitoppi. Ich bin begeistert. I'm not afraid to die.
Ich weiß jetzt nicht, ob das hier unbedingt eine Sehenswürdigkeit ist, aber nun ja, das Brennelementelager in Aarhus. Das ist doch ideal für meine letzte Pause gleich hier. Ich muss noch knapp 10 Kilometer, dann habe ich die 50 Kilometer Runde hier geschafft, hätte ich bald gesagt. Ja, eigentlich leider, ne? Macht mir total Spaß hier, super Wetter, nichts los, einen richtigen Tag hier ausgesucht zum Radeln. Ja, und das ist bestimmt mindestens die 10. Hütte. Ich habe die jetzt nicht alle gefilmt, weil da teilweise auch Leute drin saßen. Aber mit diesen kleinen Remisen hier, das ist wunderbar, auch bei schlechtem Wetter kann man sich regelmäßig unterstellen. Da freue ich mich doch. So ein Päuschen. Ich habe jetzt ein Viertelstündchen gesessen. Ist aber am Anfang ein bisschen schwierig, wieder in Gang zu kommen. Das mit Pedelec natürlich eine feine Sache. Da muss man ja nicht viel Energie investieren und schon rollt es wieder. Und ihr habt vielleicht schon gesehen, ich habe jetzt ja die GoPro mir um den Bauch geschnallt oder um die Brust geschnallt und den Brustgurt, weil meine Lenkerhalterung ja abgebrochen ist. Und gefällt mir so auch eigentlich ganz gut und gibt mir auch die Möglichkeit jetzt mal, dass ihr mal sehen könnt, wie ich das hier filme. Kam ja auch schon ab und zu mal die Frage, was für eine Kamerahandhalterung ich habe, wie ich das Bild stabilisiere. Das ist einfach, die Halterung heißt Unterarm und funktioniert ganz gut. Gut, 2,5 Stunden war ich jetzt unterwegs, 55 Kilometer sind es geworden und ich bin wieder zurück hier an den Dinkelwiesen in Heeg. Hat richtig Spaß gemacht und was mich ja besonders begeistert, ist ja klar, dass ich nach der Tour praktisch immer noch meine Akkus in den Beinen voll habe. Das bin ich so ja nicht gewohnt. Normalerweise so nach gut 2 Stunden fängt das schon an, wenn man nicht regelmäßig fährt. Über Winter bin ich nicht so regelmäßig gefahren, dass die Beinchen dann schon mal sagen, so ist gut gewesen, Swobo. Und dann fährt man die letzten 10, 15, 20 Kilometer dann so ein bisschen aus der Reserve. Das ist ja heute ja nicht der Fall mit dem Pedelec. Ich bin total begeistert. Mir macht das Ding richtig Spaß. Und jetzt, wo ich ein bisschen längere Strecken auch in kürzerer Zeit bewältigen kann, habe ich dann auch oft mal vielleicht die Möglichkeit, nach Feierabend und nicht nur jetzt am Wochenende, jetzt hier eine Tour zu unternehmen. Ich muss täglich bis 14 Uhr arbeiten, abends ist es auch länger hell. Dass ich 15, 16 Uhr loskomme, so 2,5, 3 Stunden fahren. Reine Fahrzeit mit Film sind es dann 4 Stunden. Aber das ist machbar und da freue ich mich schon drauf, dass ich euch dann öfter mal mitnehmen kann auf eine Tour durch unser schönes Münsterland. Ihr selbst habt ja vielleicht momentan nicht die Möglichkeit, hier zu radeln. Es gibt keine Möglichkeit, ein Hotel, eine Pension zu buchen. Und wenn man nicht direkt nah dran wohnt, ist das halt ein bisschen schwierig.
Aber ich hoffe, ich habe euch die Gegend hier heute wieder ein bisschen näher gebracht. Wie gesagt, es folgen noch mehr Touren jetzt hier im Münsterland und natürlich mit meinem Pedelec. Und ja, ich freue mich, dass ihr mich dabei begleitet habt und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch in Zukunft begleitet. Wenn euch der Film mir heute gefallen hat, dann lasst mir auch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, kann natürlich gerne den Kanal abonnieren, kostet ja auch nichts. Und dann verpasst ihr auch nicht, wenn ich meinen nächsten Film hier online stelle. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Swobo.